Ja, hallo, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Technocomposites Domine GmbH. Wo ist das Problem? Das ist ja unser Motto. Problem an der Stelle, kennst du vielleicht auch. Es gibt Korrosion in chemischen Anlagen. Man muss vielleicht sicherstellen, dass kein Funkenflug da ist. Man muss sicherstellen, dass die Bauteile nicht elektrisch leitend sind. Oder es hat halt immense Vorteile, weil man sich Erdung sparen kann. Das sind alles Sachen, wo wir mit Profilen, mit poltronierten Profilen aus glasfaserverstärkten Kunststoffen helfen können. Und da wollen wir euch heute ein Projekt vorstellen. Ja, unser Kunde aus der Chemieindustrie brauchte Spritz- und Berührungsschutzeinrichtungen. Gleichzeitig brauchte er Laufstege und fahrbare Podeste, um bestimmte Punkte an seiner chemischen Anlage zu erreichen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir diese Punkte, an die man in der chemischen Anlage ran muss, so gestalten, dass man Mitarbeiter auch rankommen können. Für den Spritz- und Berührungsschutz könnt ihr gerade sehen, dass wir Plexiglasplatten auf unseren CNC-Maschinen bearbeiten. Das ist halt eine entsprechend präzise Bearbeitung. Hinterher kommt noch ein Rahmen und ein Laufschienensystem aus glasfaserverstärkten Kunststoffen dazu. Wir können solche Bauteile so machen, dass die einzelnen Wände gegeneinander verfahren werden können, dass man faltbare Türen hat, klappbare Türen. Also da sind unterschiedliche Möglichkeiten umsetzbar. Was wir auch schon gemacht haben, sind dann Zugangspunkte durch kleine Scheiben oder Öffnungen, um halt auch Messungen vornehmen zu können. Was wir dann hatten, ist ja der Laufsteg. Wir haben gesagt, Leute müssen bestimmte Punkte an dieser chemischen Anlage einfach erreichen können, um die zu bedienen, um sie zu warten. Dafür haben wir uns dann überlegt, in die vorhandene Umgebung einen Laufsteg einzubauen. Mit einer fahrbaren Bühne da drauf, weil zu bestimmten Zeiten muss man an eine höhere Stelle ran. An anderen Zeiten stört einfach dieser Zugang, dann muss ich dem am besten wegfahren können. Und das haben wir geschafft, indem wir hier einen Laufsteg haben, der auch ein Schienensystem beinhaltet, auf den ein Podest aufgesetzt wird, das rollbar hin und her verschoben werden kann. Ja, was ihr hier seht, ist der Laufsteg, besteht klassischerweise aus einer Gitterrostfläche. Gitterrost in dem Fall hier mit einer konkaven Oberfläche, das heißt halt in dem Steg kann man sehen, die Ränder hier sind so ein bisschen aufgebogen oder aufgeschüsselt, haben wir im letzten Video schon erklärt, wie sowas zustande kommt, dient aber einfach der Rutschsicherung. Das heißt, ich kann über diesen Laufsteg laufen und selbst wenn der feucht ist, rutsche ich nicht aus. Kleine Besonderheit an der Stelle, in diesem Laufsteg haben wir dieses Schienensystem hier eingebaut. Das sind halt Quadratrohre an der Stelle, in denen ich hier einen Schlitz habe, wo halt das Rad von der fahrbaren Bühne laufen kann. Das dient dazu, um dieses Podest, was hier draufgestellt werden kann, sehr einfach zu verschieben, aber auch eben zu arretieren, ohne dass das irgendwo im Weg ist. Dadurch ist auch sichergestellt, dass man um dieses Podest immer drum rumlaufen kann. Die komplette Bühne ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Lediglich Verbindungselemente hier sind aus Edelstahl A4. Wir haben hier das GFK-Gitterrost. An den Pfosten ist es entsprechend ausgeschnitten hier. Ja, wo ihr dabei seid, ich habe euch noch mal eine Kleinigkeit mitgebracht. Jetzt haben wir hier das klassische GFK-Gitterrost, 38er Höhe. Aber hier haben wir gar keine Gitterroste mit Winkel eingesetzt, sondern was anderes. Was ist das hier? Kundenspezifisch entwickelt. Beziehungsweise gewünscht, selber hergestellt, Stufen aus GFK-Rohren mit nachträglicher Besandung, also von uns gemacht in dem Fall. Hier kann man die beiden Gitterrostklemmen sehen, heißt hier stoßen die Gitterroste aneinander, damit die wirklich eine Ebene haben und nicht irgendwo ein Gitterrost tiefer hängt als das andere, haben wir hier zwei U-Profile runtergebaut, U150, die sorgen dafür, dass eine Ebene ist, links und rechts vom Pfosten, damit das Ganze auch stabil aufgebaut ist. Und darauf ist das Gitterrost mit den Gitterrostklemmen hier befestigt. Pultrusionsprofile, die als Standardprofile verkauft werden, haben klassischerweise eine Länge von 6 Metern. Ansonsten kriegt man die ja natürlich in einer Endlos-Variante auch. Ist nur begrenzt durch den LKW. Aber hier hat das Pultrusionsprofil eine Länge von 6 Metern. Der Laufsteg ist aber deutlich länger. Deswegen haben wir natürlich Stellen, an denen das Ganze gestoßen wird.
sieht man, indem wir hier Platten innen und außen rangebaut haben, in dem Fall aus GFK. Je nach Tragfähigkeit können es auch mal Edelstahlplatten sein, die dann zur Verbindung der U200-Profile dienen. Und damit wir den Stoß nicht überall gleich haben, kann man sehen, hier unten wird das U-Profil gestoßen, aber das Gitterrost an der Stelle ist komplett durchgängig. Wie ihr seht, ist dieser komplette Laufsteg mit einem dreiseitigen Geländer ausgestattet. Sehr stabile Quadratrohr 60-Profile hier. Eine Knieleiste aus dem Rundrohr, ein spezielles Handlaufprofil an dieser Stelle und das Fußleistenprofil mit einer Höhe von 150 mm. Wenn also hier irgendwas auf dem Laufsteg ist, Werkzeug oder so, jemand tritt mit dem Fuß dagegen, fällt es nicht gleich runter und dem nächsten auf den Kopf, sondern wird aufgehalten. Auf den Kopf fallen ist noch so ein Ding. Wenn man Angst hat, wenn zum Beispiel Schrauben nicht oder Muttern nicht durch so ein Gitterrost durchfallen dürfen, kann man auch Gitterroste nehmen mit einer wesentlich geringeren Maschenteilung. Das sind dann Micromesh-Gitterroste, die man auch einsetzen könnte. Gibt es also auch. An dieser Stelle ist auch noch zu beachten die Verbindung. Man kann so eine Fußleiste verbinden, dass sie irgendwie dran ist, oder man kann sie so verbinden, dass sie stabil ist. Wir machen für gewöhnlich das Zweite. Also hier ist noch wirklich ein Winkelprofil aus dem Winkel 50 x 50 x 3 mm. Auf der anderen Seite auch, verbunden mit Edelstahlschrauben, die auch wirklich am Geländerpfosten befestigt sind. Und auch hier den Handlauf könnten wir, der ist auf Gärung geschnitten und stößt hier von oben drauf. Wenn wir diese Bauteile hier weglassen würden, das ist also ein Quadratrohr angeschnitten, nochmal speziell hier rein verbunden, um mehrere Nietpunkte zu haben, das könnten wir uns natürlich auch sparen, dann wird das Ganze ein bisschen günstiger für uns. Hat aber nicht so eine Stabilität. Das würde heißen, ich habe auf der Seite hier nur eine einzige Niete, die das Ganze hält. Ja, dass so ein Handlauf sich dann mal lockert, kann man sich auch vorstellen. Deswegen diese Art der Verbindung, wie wir sowas konstruieren. Was ihr hier seht, ist halt die Stufe. Zeigt also, ich komme von einer anderen Ebene, gehe zwei Stufen hoch oder gehe eine Stufe hoch, bin dann auf dem GFK-Gitterrost. Diese Stufe haben wir hier seitlich angebaut. Ihr seht, das ist auch ein Gitterrost mit einer verstärkten Antrittskante, die auch noch besandet ist, um halt noch eine höhere Rutschhemmung zu haben. An der Stelle ist auch noch wichtig zu wissen, hier unten ist eine Verbindung über einen Edelstahlwinkel mit 5 mm. Das machen wir immer an solchen Stellen, wo wir doch relativ hohe Lasten übertragen müssen. Da sind nämlich kurze GFK-Stücke einfach nicht tragfähig genug. An solchen Stellen setzen wir immer Edelstahl ein, ist ein bisschen teurer, aber sorgt auch dafür, dass im Laufsteg deutlich länger hält und deutlich wartungsärmer ist. Wollen wir mal zeigen, wie stabil so ein GFK-Geländer ist. Ich wiege leicht mehr als 70 Kilo. Das war unser Video zu GFK-Laufstegen und fahrbaren Podesten da drauf. Ihr habt also gesehen, was wir machen können im Bereich des GFK-Sonderbaus. Gerne ein Like, Kommentare dazu, Fragen dazu und abonnieren nicht vergessen, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen.